war es immer so, dass die Jungs in der zweiten Halbzeit noch mal einen drauflegen konnten. Und wir haben auch jetzt erst Halbzeit. Das Spiel am Sonntag kommt also noch. Also es ist die zweite Halbzeit wird am Sonntag gespielt. Gerade angesprochen mit Durchwachsen in der ersten Halbzeit, das passt schon. Ich finde, dass wir die Konter von Minsk nicht unterbinden konnten. Die beiden Stürmer harmonieren exzellent da zusammen. Vielleicht auch mal mit 2-0 in Führung gehen können. Da haben wir so ein bisschen Glück gehabt in der Phase des Spiels. Irgendwann haben wir es aber geschafft, uns spielerisch dann auch mal zu befreien, sie mehr hinten reinzudrängen. Haben aufs Coaching dann reagiert. Wir haben mehr Druck aufbauen können. Wir haben mehr in die richtigen Räume gespielt. Wir sind mehr in die Tiefe gekommen, weil wir auch mehr Tiefenläufe gemacht haben. Ich denke, das gilt es auch noch mal zu verbessern fürs zweite Spiel am Sonntag. Und mit einem wunderschönen Freistoß sind wir dann auch belohnt worden. Es ist erstmal so, dass Minsk jetzt hier bleibt. Am Sonntag kommt dann das zweite Spiel, das Rückspiel. Wir werden ohne Zuschauer unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen. Schade finde ich es natürlich, dass dann keine Unterstützung unserer Fans da waren. Die waren in Maribor, sie waren jetzt zweimal hier, haben uns tatkräftig unterstützt. Und das ist ein sensationelles Erlebnis für die Jungs. Das wird uns sicherlich am Sonntag fehlen. Andererseits bin ich froh, man wird wieder mein Coaching hören. Dass die Jungs heute schon gemerkt haben, dass der Gegner schlagbar ist, dass wir mit unseren Prinzipien das Spiel auch gewinnen können. Und das gilt es jetzt am Sonntag einfach zu tun.